Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Chili Garden Freak und heute probieren wir mal gemeinsam eine Chili der besonderen Art. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Moin. Ich habe Angst. Heute verkoste ich diese Chili hier. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich zitter. Ich werde sie jetzt mal aufschneiden. Oha. Ich habe dann nochmal versucht, hier die Kamera ein bisschen scharf zu stellen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber man sieht das Capsaicin. Ja, die beiden Hälften. Ich hab Schiss. Ich bin zwar der Chili Garden Freak, aber was frische Chilis angeht, da habe ich doch Respekt vor. Wenn ich sie auf Brot schneide oder mit irgendwas zusammen esse, kein Problem. Soßen, alles kein Problem. Aber reife Chilis. Ich habe mir hier Milchreis hingestellt. Und ich habe hier ein Glas mit Apfelessig. Säure soll angeblich auch helfen, mit dem pH-Wert zu tun. Habe ich noch nie ausprobiert. Vielleicht wird es mir helfen. Ich habe da ein bisschen Zucker reingemacht, damit das nicht ganz so penetrant ist. So, lassen wir mal so stehen. Ich werde jetzt nicht weiter lange labern. Ich versuche weiter zu labern, wenn ich die dann gegessen habe, wenn ich dann noch reden kann. Kurzer Disclaimer, wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr tut, macht das nicht nach. Chilis, besonders super hot, super scharfe Chilis, können zu Atemproblemen führen und weitaus schlimmer, wenn ihr keine Hilfe in der Nähe habt, kann auch, ja, ich muss es nicht aussprechen. Ihr wisst, macht das nicht nach. Habt einen in der Nähe, der euch helfen könnte im Falle der Fälle. Ich habe keine Lust, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, warum ich das heute mache. Was das für eine Chili genau ist, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was das sein könnte. Aber mehr dazu werde ich gleich versuchen zu stammeln. Ich könnte jetzt ein kleines Stück probieren. Mache ich aber nicht. Denn sonst habe ich keinen Bock mehr da drauf. Und immer gut kauen. Fällt euch aus dem Mund. Nur um zu zeigen, dass ich sie wirklich noch im Mund habe. Oh. Ja, ich hätte vorher Zähne putzen sollen, bevor ich meinen Mund zeige. Also, normalerweise
Normalerweise weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Mach das nicht nach. Es brennt. Der ganze Hals fühlt sich fast taub an. Es zieht in die Ohren. Es ist, wo ich merke, die Lippen, selbst irgendwie merke ich das an den Fingern, weil ich das eben angefasst habe. Die Lippen brennen. Normalerweise, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, kriege ich Schluck auf. Das wundert mich, dass ich. Meine Fresse. Es wundert mich, dass ich gerade keinen Schluck aufbekomme. Ich krieg sonst so schnell Schluck auf. Ich teste. Tut mir leid. Apfelessig, pur. Das ist eklig. Aber es hilft. Es hilft wirklich. Ich habe das Gefühl, das Brennen. Nein, das Brennen kommt wieder. Aber wenn man den Schluck trinkt. Wird es wirklich besser. Jetzt merke ich es auch im Magen. Ist auf jeden Fall schön warm. Aber ich werde jetzt noch ein bisschen. Es geht aber wieder. Es geht. Und das geht gut. Aber es geht wirklich gut. Der Schmerz ist da, keine Frage. Und es humort im Magen, also könnte lustig werden. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen alleine vor mich hinleiden. Ich möchte das Video nicht weiter in die Länge ziehen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was das für ein Chili war. Und nochmal an der Stelle, wenn ihr nicht wisst, was das für ein Chili ist, selbst wenn ihr wisst, was das für ein Chili ist, das kann auch in die Hose gehen. Ich esse jetzt schon, keine Ahnung, 4 Jahre scharf. Und diese 4 Jahre, die reichen im Grunde nicht für sowas aus. Also, ich werde mir jetzt nochmal Milchreis gönnen, weil das brennt wie. Boah. Ein kurzer Tipp, was wirklich hilft: fetthaltige Produkte. Ihr könnt auch vorher fettig essen. Eine fettige Pizza, eine fettige Lasagne, bevor ihr irgendwie scharf esst. Gibt noch andere Mittel und Tricks. Aber wenn ihr nachträglich irgendwie Eis oder Joghurt, schön fetthaltig, das kühlt so instant und fühlt sich so geil an. Oh. Und schmeckt auch noch geil danach. So, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Mehr als ich. Ob ich das wieder mache? Mit der Chili muss ich das nicht haben. Also die werde ich in Scheiben so auf Brot schon essen, ja. Aber dann mit Wurst und Käse und Remoulade und. Oh, ich darf mir nicht in die Augen fassen. So, ich bin raus. Danke fürs Zuschalten. Macht's gut.